Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Wir haben in der letzten Folge feststellen müssen, wir leben hier auf einer Insel voller Diebe. Da haben wir die einen gerade erledigt, dann kommen die nächsten schon an und melden sich mit entsprechenden Aktionen, die wir hier durchführen, dass wir hier angegriffen werden zumindest. Weiß ich nicht. Mann. Das ist hier nicht ohne. So. Ja, vor allen Dingen, wir sind relativ weit. Ja, gut. Waren wir schon relativ weit vom Schuss. Aber die dümpeln alle hier rum. Gut. Das ist schon auch gerade, also der Ort hier, also dieser Nachbarsort, der ist jetzt nicht besonders groß. Wenn man sich das jetzt hier so insgesamt anguckt. Der ist sehr, sehr klein im Vergleich zu unserem Ort. Gerade mal hier dieses Handelszentrum. Paar Gebäude drumherum. Ein paar Wachtürme irgendwie. Eine oder andere Produktionsstätte. Das war's dann. Mehr haben die hier nicht. Gut, hier wird noch ein bisschen Erz abgebaut und so. Und Rohstoffe und so weiter. Kohle und dergleichen. Dann haben wir hier die zweite Fraktion, ja, doch. Doch, das ist das andere Dorf. Jetzt auch nicht so riesig, aber ich glaube ein bisschen größer als das erste, war nicht. Ja, gut, ja, doch. Da sind wir dann schon wieder. Ja, doch, da sind wir. Ja, da ist unser Handel immer noch zu Gange. Oh, wir sind fast durch. Das ist cool. Noch einen haben wir die 230 voll. Cool, sehr schön. Das ist nicht übel. Kaffee. Ja. Hatte ich jetzt dringend nötig. Nach zwei Aufnahmen, die ich hintereinander schon weggemacht habe, die ich durchgeführt habe. Ja, ihr merkt, ich bin schon wieder voll dabei. So, ja, aber nicht Kaffee ist wichtig und so, sondern hier. Wir müssen hier irgendwie weiterkommen. Im Wesentlichen ist es aber hier einmal die Versorgung der Außenposten, wo wir noch hin müssen. Das sind die beiden hier. Und ich hatte ja festgestellt, dass ich hier so ein bisschen abgeschnitten bin, war, also dann doch nicht so richtig. Handel ist erfolgreich abgeschlossen. Juhu! Das hätten wir abgeschlossen. Sehr gut. Wie sieht's denn jetzt aus? Ja, die sind uns aber immer noch nicht so wohlgesonnen. Also 65% gegen den 135% der anderen. Ist das schon mal, ja, gut. Könnte besser sein. 230. So. Handelssegment abgeschlossen, geliefert. Wird er die jetzt ein? Wie auch immer. Das ist die andere Fraktion. Können wir mit denen nichts mehr machen? Doch. Benötigt aber freundlich, dass wir da überhaupt was machen können. Das haben wir wohl noch nicht erreicht. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir auf die Art und Weise da ein bisschen weiterkommen. Aber so richtig ran wollen die hier immer noch nicht mit uns. Ach, Moment. Das ist der Falsche. Entschuldigung. Moment, nee, das sind wir. Jetzt habe ich vollkommen vertan. Nee, das sind wir. Okay. Ja. Ja. Aber trotzdem. Einen Moment. Das läuft noch. Ich kam deswegen durcheinander, weil hier, diese 65% ist hier der Bereich, weil das sind ja wir. Gurportal. Das ist ja blöd. Mit dem kommen wir ganz gut klar hier. Passiert keine Aufträge ausgewählt. Ja klar, das ist jetzt erstmal fertig. Ah,
was kann ich denn, wieso und überhaupt. Ruf bei der Fraktion neutral. Erfülle Aufgaben dieser Fraktion, um deinen Ruf bei ihnen zu verbessern. Ja, würde ich ja gerne. Den einen habe ich ja auch gemacht. Ach nee, Moment. Ruf bei der Fraktion ganz links. Also ganz links wird angezeigt, das, was im Augenblick, also so verstehe ich das, was im Augenblick erreicht ist. Und da ist jetzt neutral. Das andere, der Freund rechts, ne, das wäre jetzt das, was man eigentlich erreichen möchte, oder ich zumindest jetzt erreichen möchte. Nächste Fraktionsruf, garantierte Handelsangebot. Achso, die Geschichte. Ja, was kann ich denn jetzt da noch machen? War ich da zu spät oder wie? Oder so, ne, habe ich das zu spät hier in Angriff genommen? Weil mit denen hier bin ich ja eifrig dabei. Ne? Das ist ja auch kein Problem. Die sind ja hier, wir haben ja hier diese kleine Geschichte, das läuft ja. Handelsmengen abgeschlossen, erhalten 40. Wo sind die auch, wenn sie mit, bin ich mit denen auch durch? Ich bin verwirrt. Kupfer wäre da das nächste. Nee, Quatsch. Moment mal, die wollen von uns verstärkte Rüstung. Warum? Was geht da? Die wurde enttarnt. Okay, immerhin, immerhin, immerhin. Ach, da hat die versucht, sich da irgendwie durchzuschlingeln. Meister Dieb, Moment, Moment, Moment. Ja, ganz kurz mal gucken. Die kommen von dort. Da habe ich aber hier selber ich aktiv irgendwie nichts, ne? Ach hier, das mit dem. Ach, das Problem. Ja, verstehe. Das sind Waldläufer. Augenblick mal. Hier waren irgendwo Diebe, habe ich gerade gesehen. Kann ich die hier patrouillieren lassen? Ich lasse die da mal so patrouillieren. Mal gucken, was passiert. Ich meine, die wären von hier gekommen. Habe ich jetzt natürlich so ein bisschen aus dem Augen verloren. Ich hoffe, die können dahin. Ja, das mit dem Handel, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Da bin ich jetzt, weiß ich nicht. Wie kann ich denn da jetzt noch weiter vorgehen? Sind die Außenposten. So. Genau, das war die Geschichte, das war ja der Aufhänger, das war die Geschichte mit dem Eisenerz. Ich meine, wir haben den 230 Eisenerz geliefert, das ist jetzt nicht wenig. Das ist jetzt nicht wenig. Ja, setzt euch mal schön durch. So. Das ist jetzt nicht wenig, aber wie komme ich denn freundlich oder höher? Bin ich mich geblöd? Ich bin im Augenblick etwas ratlos.
die man vielleicht überhaupt nicht mitbekommt. Ich muss mal schauen, wenn die andere Fraktion zu uns über, also ne, die aus anderen Dorf zu uns übergetreten ist, können wir da vielleicht noch irgendwas machen mit denen dann irgendwie, oder dass sich dann hier das Ansehen bei denen irgendwie ändert? Oder hängt das vielleicht hier mit den Sachen auch noch mit zusammen? Aber das sind eigentlich eigenständige Geschichten, diese Außenposten. Ich bin so ein bisschen verunsichert. Man merkt es mir, glaube ich, kaum an. Und ich müsste doch so langsam aber sicher auch mal so den Weg dahin frei. Mir frei kämpfen. Entdecke. Ah, die sind unterwegs. Alles klar, immerhin. Entdeckt die Inselpersonal auf dem Weg. Einer ist angekommen. Die haben ja da ihren Auftrag. So. Also wie gesagt, ich habe die einzigste Hoffnung, ne, dass das hier irgendwie mit den Außenposten noch was dazu hat, beziehungsweise mit der Expedition. Und dass wir da hier Punkte sammeln können, sowohl bei denen als auch bei denen, so dass wir da weiterkommen. Sonst habe ich da ein Problem, das hier abgeschlossen zu bekommen. Das geht eigentlich dann gar nicht. Wieso wir aber auch bei einer Prozentzahl von 65% immer noch als neutral angesehen werden. Also ich würde dann schon sagen, wenigstens freundlich. Ja, wir müssen noch nicht Freunde sein, aber zumindest, dass man so, ne, sagt, ja, ne, die sind ganz in Ordnung. Mit denen kann man was anfangen, ne? Die haben uns das Roheisen da, also das Eisenerz geliefert. Und was wir dringend brauchen und so weiter. Also so eine Grundvoraussetzung ist schon mal gegeben für einen weiteren Handel. Aber der ist so, wie sich die Sache jetzt im Augenblick für mich darstellt, ja erstmal gar nicht gegeben. Also ich kann mit denen hier weiter ja nichts machen. Das haben wir ja gesehen. Wenn ich da versuche, irgendwas auszuwählen, geht da nicht. So verstehe ich das zumindest bis jetzt. Also kann ja noch mal gerne dahin springen. Moment, Handelszentrum. Das wäre... Genau, zufälligerweise genau das Richtige. Das wäre das gewesen. Ich hüpfe mal zu dem anderen. Einfach mal nochmal so, um zu gucken, ob nee, das läuft. Da fehlt noch ein so ein Stein. Dann ist die Geschichte abgeschlossen. Ein so ein Stein, ein so ein Barren. Sehe ich doch richtig, ne? 64 von 5, ja genau. Müsste eigentlich der Punkt sein. Ich habe nur einen Handelsträger? Oh! Oh! Wie sieht das? Ach, oh! Ist ja noch schlechter. Wieso ist der denn weg? Hä? Moment mal. Augenblick. Irgendwas stimmt jetzt hier überhaupt nicht. Hä? Augenblick. Handelsträger, Gildehaus. Klingelingeling. Wo ist das Gildehaus? Schneiderei? Taverne, Gildehaus. Handelsträger. Wo sind sie? Da. Die brauchen Rucksäcke. Direkt mal hier 10. Da habe ich erstmal genug. Ein gegnerisches Lager wurde entdeckt. Wir werden schon wieder von Dieben angegriffen. Ja gut, wenn man hier ein gegnerisches Lager entdecken kann, kann das schon mal passieren. Ich sag ja, das ist eine Insel voller Diebe. Das ist halt, da habe ich da vergessen, die Handelsleute da einzustellen oder. Nee, was ist denn da passiert? Handelsposten, aber auf der anderen Seite ist da hier auch das Ding abgeschlossen. Ist das falsch? Moment.
ins Gildehaus habe ich ja gemacht, ja, dass die da rekrutiert werden. Die Rucksäcke waren dafür da. Rucksäcke. Jetzt haben sie mich aber vollkommen erwischt. Wo sehe ich denn die Rucksäcke? Das waren, glaube ich, Werkzeug. Ne? Komischerweise waren die unter Rucksäcke. 0 verfügbar, 13 reserviert. Ich würde dann noch mal ganz gerne. Dann ist aber der Bereich zur Schneiderei hüpfen. Haben wir Rucksäcke? Wir haben hier keine Rucksäcke. Wir haben hier anderes. Das ist nicht die Schneiderei, sondern die Bäckerei. Schneiderei. So, der hat da keine Rucksäcke rumfliegen. Du machst mal Flugs irgendwie so 10 oder 15 Rucksäcke. Warte, was habe ich? Ich bin verwirrt. Ich meine, das ist nichts Neues, aber mehr als sonst. Was ist denn da jetzt gelaufen? Oder eben halt nicht gelaufen. Sieht hier aus, Handelsposten. Achso, die müsste ich dann vielleicht mal. Hey, ich kann da nur maximal einsetzen. Ach, nee. Ich meine, Rekrutierung hier. Die Leute wollte ich aufsetzen. Moment mal, geht das nicht? Ich weiß hier gerade bei der anderen Geschichte. Hey. Ja, ich hatte erst gedacht, irgendwie, die haben nicht genügend Händler oder so. Sind auch Silberwaren mehr als genug, weil hier immer noch angezeigt wird 64 von 65. Das ist alles ein bisschen seltsam. Und deswegen kam ich auf die Idee, ich habe vielleicht nicht genügend Träger, dass die hier gerade aktiv sind. Achso, Moment mal, die müssen erst rekrutiert werden. Vielleicht erst dann, dass sich da was tut. So ein bisschen jetzt aus dem Tritt. Gildehaus. Da. Puh. Wieso plus 1? Hatte ich da nicht gesagt, ich will mehr? Machen wir so 10 Stück. Irgendwo habe ich jetzt ganz kräftig gepennt, glaube ich. Oder ich habe irgendwo einen ganz dicken Denkfehler mit der ganzen Geschichte hier. Okay, da läuft die Produktion. Das sind Träger. Die aber jetzt zu Handelsträgern werden oder so, ne? Ja. Jetzt Handelsträger, okay, eigene Fraktion, okay. Also das funktioniert erstmal soweit. Die stehen jetzt aber hier irgendwie so, ja, wir haben eigentlich nichts zu tun, so in der Richtung hier rum. Bereit für neue Aufgaben. Arbeitsplatz. Haben sie aber jetzt leider keinen. Das heißt, ich habe hier bei den Handelsposten, kann ich immer nur einen einsetzen. Wenn das jetzt hier keiner angezeigt wird, kann natürlich daran liegen, klar, wenn ich hier keinen Handel habe, brauche ich auch keinen Handelsträger. Das macht schon irgendwo Sinn. Und ich kann hier nicht mehr als einen einsetzen. Ich meine, ich hätte hier auch schon mal mehrere Leute gehabt. Ich
jetzt, sorry, dass ich mich jetzt hier fast die ganze Folge jetzt damit beschäftige, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier mehr als einen schon mal rumrennen hatte. Ich die Handelsträger entsprechend aufstocken konnte und die sich dann halt auf den Weg gemacht haben. Vor allen Dingen, ich verstehe auch nicht, warum das hier nicht weitergeht. Ist das hier pausiert? Abbrechen oder entfernen? Nö, habe ich nicht. Ach, der ist abgeschlossen mit 64. Alles klar. Das ist natürlich eine komplett andere Geschichte. Das heißt, ich brauche den gar nicht. Das ist abgeschlossen. Deswegen tut sich hier nichts. Und ich kann den nächsten starten. Ich könnte jetzt hier Kupfer anbieten. Ne, Quatsch, die würden... Moment. Die wollen jetzt verstärkte Rüstungen und die liefern mir Kupfer. Moment, ich starte das Ding mal. So. Genau, wir müssen eine verstärkte Rüstung anbieten und die geben uns Kupfer. Das sehe ich doch richtig, oder? Habe ich verstärkte Rüstungen da, sonst müsste ich die natürlich erstmal noch produzieren. Angeblich sind 9 vorhanden, aber irgendwie reserviert. Der war's. Weberei, Schneiderei. So. Schneiderei, verstärkte Rüstung. Ihr macht mal auf Verdacht so 5 Stück davon. Was ist eigentlich mit der Weberei? Habe ich die auch hier irgendwo in der Nähe? Wahrscheinlich nicht. Nee. Der war's. Weberei. Wo? Hm? Holzwerkstatt? Die muss doch irgendwo... Ach da, Weberei. So, die sind aber beschäftigt. Genau. Das mit dem Handel ist im Augenblick so ein bisschen so... Ach, die wollen Silberdegen. Liefere Silberdegen. Moment. Und das bezieht... Ah, alles klar. Okay. Ja, Mann. Wer lesen kann, ist klein vor. Warte, das war teilweise auch ein bisschen so ganz komisch gemacht. Ja, ich weiß, ich rede mich jetzt gerade raus. Ah, je. Gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. Ich habe wahrscheinlich schon die ganze Zeit über kaputt gelacht. Silberdegen. Moment. Ja, Moment mal, aber der taucht doch jetzt. Weil es taucht bei denen auf. Nicht hier. Also bezieht sich diese Geschichte auf dieses Dorf und die beiden Sachen eventuell auf jenes Dorf. Vermute ich jetzt mal. Ja, ein bisschen komisch gemacht, aber gut. Dann... Ja, wo das eine läuft, dann starte ich das mal hier. 0 von 13. So, ich brauche Silberdegen. Ich habe natürlich selber keine. Da bin ich mir relativ sicher. Oder? Eisenschwert, Silberdegen. 16? Die noch existieren. Moment, Augenblick, da war doch was. Ich weiß, ich überziehe hier gerade, aber ich will erstmal so ein paar Sachen hier geklärt haben. Bergbau, Silbertagebau habe ich, hatte ich da. Da ist jetzt nichts mehr. Da ist auch hier nichts mehr gegeben. Das heißt, das Ding kann weg.
So, ja. Sorry, sorry. Ist halt einfach mal so. Ihr seid entlassen. Wir haben sie entlassen. So. Schmelzhütte. Okay. Waffenschmiede. Okay. Moment. Da gibt es 16 Silberbarren, aber der Waffenschmied macht irgendwie nichts, weil, keine Ahnung. Silberdegen, wer soll mal so... Ich gehe hier mal vorsichtshalber auf 5 erstmal. Wir brauchen wie viel? 13. Gehe ich mal auf 10, das müsste eigentlich von der Menge, was hier so rum existiert, müsste sogar mehr drin sein. Sehe ich gerade 16, dann gehen wir auf 13. Machen wir 15, das Material gibt es ja her, dann haben wir noch ein bisschen Reserve. So, hier ist Eisentagebau, da liegt immer noch Eisen rum. Kohletagebau und ich habe keine Kohle oder hat auch okay, dann kann ich hier auch schon mal sagen, hier, das hat sich erledigt. Deaktivieren. Ja, wir wurden schon wieder mal angegriffen in der Gegend. Lager wurde entdeckt, auch cool. Ja. Sorry, also das hier mit der Lieferung mit Waren und so weiter, da war ich jetzt vollkommen auf dem falschen, auf der falschen Fährte. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz da reinschauen wollen. Von wegen Angestellter, da sind jetzt 0. Da war erst ein Strich, jetzt habe ich hier 0. Ach, jetzt geht es hier auf einmal los hier, ne? 3 von 2, also da käme, wir kämen jetzt da auf 5. Und ich hatte, glaube ich, 10 Leute hatte ich irgendwie rekrutiert. Ne? Da war doch was in der Richtung. Okay. Ja, ich meine, gut, hier habe ich ja noch immer noch keine... Jetzt passieren hier komische Sachen. Okay, wie dem auch immer sei. Ich behalte das weiter im Auge. Sorry, also die Folge war jetzt ein bisschen, gebe ich ja zu, aber ich musste mich jetzt selber jetzt erstmal da irgendwie wieder reinfuchsen, wie das hier mit Handel und Wandel und so geht. Hm. So ganz blicke ich das jetzt im Augenblick immer noch nicht. Aber wahrscheinlich habe ich auch einfach nur einen Knoten im Kopf, wie das manchmal so ist, wenn man so, sich in irgendwas so verrennt und irgendwie eine falsche Vorstellung an der ganzen Geschichte irgendwie so rangeht. Egal. Ich hoffe, ich werde das klären können. Vielleicht mit eurer Hilfe. wäre jedenfalls sehr schön, wenn ihr mir nach wie vor die Treue haltet, wenn ihr mich weiterhin unterstützt, wenn auch du weiterhin dabei bist und mich weiterhin hier unterstützt. Für die Unterstützung bis hierhin erstmal vielen, vielen lieben Dank. Hilft mir sehr, freut mich sehr, dass ihr hier dabei seid. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.